Ich liebe dieses Spiel. Habe ich, hab ich euch das schon mal erzählt, wie sehr ich dieses Spiel liebe? Ich finde, dieser kleine Abschnitt ist so ein wunderbarer Mikrokosmos von Dark Souls 2 Level Design. Das ist so komisch verschachtelt hier alles. Man hat überhaupt keine Übersicht, welcher Pfad jetzt wohin geht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein Sinnbild für das ganze Spiel, finde ich hier, dieses kleine Gebiet. So was kann der? What? Okay. Wie lange hat das jetzt gedauert? Oh. Hab gehört, bei Dark Souls 2 macht man lieber einen Bogen drum. Oh, ey, wie. Ich hab grad so richtig Bock auf Dark Souls 2. Ich kann's kaum in Worte fassen. Ich kann mich kaum beherrschen. Wer es nicht weiß, Life Gems in dem Spiel sind komplett OP. Viel krasser als die Estes-Flasche. Auch der erste Life Gem. So, der ganz gammelige. Außer du stirbst, dann sind die richtig schlecht. So, jetzt müssen wir das noch irgendwie überleben hier. Mit Pfeil, ach du Scheiße. Ich hatte, glaube ich, auch schon mal erwähnt, Gegnermassen sind unser großer Feind. Weil mit Pfeil und Bogen können wir gleichzeitig immer nur Schaden an einem machen. Und keine Möglichkeit zu haben, richtig was gegen Gegnermassen zu machen. In Dark Souls 2. Ich bin gespannt, wie das noch mit uns enden wird. Ja, wie viele Gegner sind zu viele Gegner? Frage ich mich immer. Finde ich eine interessante Frage, die man sich so stellen kann. Der Boss, obwohl bei dem Boss kann man halt... Dark Souls 2, ne? Wie viele Gegner brauchen wir wohl jetzt hier so? Einer? Ne, einer ist ja zu wenig. Zwei? Zwei klingt schon ganz gut, ne? Ach, mach einfach vier. Mit welchem Bonfire kann man mit Hintern die Tür zerstören? What? Also ich bin mir nicht so ganz sicher, was das bedeutet. Aber ich zerstöre mit meinem Hintern sehr gerne die Türen. Das klingt auf jeden Fall nach so einer Sache, die ich gerne mache, ja. Ach, hier kommt jetzt... Oh nee, sag nicht, jetzt kommt hier Dingsbums. Wo kommen wir jetzt raus? Oh oh. Ach nö. Muss das sein? Also für mich das beschissenste Gebiet im ganzen Spiel. Schlimmer, also wirklich schlimmer als Shrine of Amana für mich. Ich finde, das hier ist alles so komplett scheiße, was hier abgeht. Sieht alles gleich aus. Keine Ahnung, wo du hingehen musst. Sieht alles hässlich aus, wie scheiße. Es ist einfach... Und dann ist ja auch noch so ein Kack-Invader. Hier, ne, oder? Ja. Ja, danke, danke. In Dark Souls 2 gibt es auch so eine geile Mechanik, dass wenn du vor einer Leiter stehst und da ist irgendwie so ein Gegner so halbwegs in der Nähe, dann kannst du einfach die Leiter nicht hochgehen, weil der Gegner dich so blockt mit einem Pixel und dann verlierst du die Kontrolle über deinen Charakter und dann bist du halt am Arsch. Ey, ich stehe neben denen und der trifft mich. Ja, danke. Was war das denn jetzt für ein Angriff? Ach, dieser Boss, ne? Nicht ganz Rotten-Niveau, aber es ist, ne? Wenn der Rotten so nach oben guckt, dann sieht er direkt den Arsch vom Royal Red Authority sozusagen. Und was ist euer Lieblingsboss in Dark Souls 2? Heute der Beschwerdemeister, ja, weil... Das gehört doch bei Dark Souls 2 dazu irgendwie.
Ohne kann ich mir das Spiel gar nicht vorstellen. Und wir sind hier halt einfach an so einer besonders schlechten Stelle irgendwie. Führt keinen Weg dran vorbei. Direkt drei der schlechtesten Bosse im Spiel in Folge. Ne, die Skorpiontusse, der Rattenhund und jetzt was auch immer das da gerade war, ne? Hä? Ich dachte, die kann man doch kaputt machen hier. Das ist doch das Gimmick bei dem Boss. Hä? Ich meine, wir haben ja sogar Bogen hier geskillt und so. Wir machen ja sogar Schaden mit dem Bogen. Das muss er ja auch mit einem irgendwie unupgradeten Bogen schaffen können. Ey, jetzt bin ich hier einmal mit Pfeil und Bogen da und dann kann ich das Gimmick hier nicht machen. Was... Damit hat es funktioniert. Jetzt kommt doch erstmal ein Invader, oder? Oder? Invader? Hallo? Ah. Dennis, du Stück Scheiße! Schieß halt einfach durch die Wand. Und danke dafür. Boah, ey. Dennis, was los? Puh. What? Sharon? What? Warum? Warum noch ein Invader? Ah, und jetzt habe ich hier noch so einen Johnny dabei. Oh, na, wenigstens haut der ab. Sharon, what? Was machst du hier, Sharon? Barry, du musst noch den Diablo 4 Start vorbereiten, also... Was machst du? PC umziehen ins Badezimmer? Tastatur und Maus irgendwie vom Klo aus erreichbar machen? Oder was ist der Plan? Ich kenne ja so Geschichten, ne? Ich bin ja alter WoW-Spieler, ne? Ich kenne das ja. Also nicht von mir persönlich, aber ich kenne da Leute. So Geschichten habe ich schon gehört. Ich habe auch schon Fotos gesehen. Von so Setups. So Expansion-Start-Setups, ne? Oh Gott, ey. Jo, danke Sharon dafür. Alle einmal Applaus für Sharon. Windeln, ja, Windeln. Da musst du aber irgendwann mal auch mal sauber machen, ne? Ich meine, wenn du einfach auf dem Klo sitzt, da... Musst du dich ja nie von wegbewegen, ne? Da bist du ja sozusagen direkt an der Quelle. Also eine Windel ist ja irgendwann voll, ne? Beim Klo musst du halt einfach, ne, ab und zu mal irgendwie... Und dann ist wieder der Weg frei. So ein DLC-Item müsste da ja noch sein. Ein DLC-Schlüssel. Komme ich hier wohl durch? Uhuhuhuhu. Ja. Mal sehen, was kann die denn so anstellen? Wie hat die das denn jetzt geschafft? Die hat mit dem Bogen geschossen und ihr Pfeil ist hinter ihr eingeschlagen. Warum nicht gleich so? Einfach hier so. Hier so. Knapp. Sowieso weit genug weg, dass das Feuer nicht hier hinkommt, oder?
Oh, ja, da war es um sie geschehen. Ich wollte eigentlich hier landen, oder? Weil dann kann ich hier eine Etage runter. Weil von hier aus sterbe ich, oder? Wir testen. Meine Lieblingsgegner hier. Ich hoffe, es kommt jetzt keiner von rechts. Den ich nicht sehe. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wie der jetzt... Oh, er ist explodiert. Habt ihr das gesehen, wie der jetzt einfach ausgewichen ist? So gelaufen, gelaufen, Pfeil kommt. Bip. Alter Schwede. Die AI in dem Spiel ist doch besser als erwartet. Okay, das war nicht so erfolgreich. Na, geht so. Aber da, mit den, können wir mit den Feuerfeuern hier die Fackeln anmachen? Ey, komm, Dark Souls 2, was ist los? Nicht mal irgendwie das... Das funktioniert sogar in Ocarina of Time von vor 50 Jahren. Und der Invader hängt da gerade fest, oder? Was macht er? Der Gulli. Heißt der erstmal Gulli, ey. Da passt der auch hier in den Gulli so richtig gut rein. Und das war's dann mit dem Gulli, wie ich das richtig, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Gulli gestorben? Gulli? Nee! Okay. Aber das könnte auch gut für uns sein, oder? Hype! Alle ihren besten Rottenwitz in den Chat raushauen. Oh, da ist er! Oh Gott! Können wir dem die Arme abschießen? Man kann dem doch eigentlich die Arme abschießen, oder? Vielleicht ist das ja so wie bei dem... Wie heißt er? Beim Jabba the Hutt? Wo wir einfach nicht diesen... Wo wir einfach mal nicht diesen Topf da aufkriegen konnten. Weil die Vase. Hey! Weil wir die Holzpfeile benutzt haben. Oh, ist das ein Item? Oh, cool. Oh, was macht er jetzt? Ach, der kriegt seinen Arm wieder? Das ist ja cool. Ich meine, man kann so richtig den Gedankengang ja irgendwie absehen, ne? So von wegen, ey, wäre das nicht mal cool, wenn man einem Boss so einen Arm abschießen kann? Und dann glippert der sich den wieder so zusammen. Das ist ja irgendwie cool, so als Konzept. Aber im Gameplay, das ist ja, ich meine, was hat mir das denn gebracht, den Arm von dem abzuschießen? Außer das Item. Ah, der Rotten. Man muss ihn einfach lieb. Kommt jetzt der Albi. Vielleicht hätte ich lieber einen... Ich wollte es gerade sagen. Vielleicht hätte ich mal einen... einfach einen Baum benutzt. Ah, hier mein Lieblingsgegner. Achtet mal auf die Laufanimation von denen. Ich denke, die meisten von euch kennen es schon, aber die Laufanimationen von denen sind einfach... Einfach... Besser geht's eigentlich gar nicht. Schaut es euch an jetzt. Na, das war noch nicht die richtige Animation. Na, ich meine, die Animation ist auch schon ziemlich gut, ne? Aber die meine ich nicht, die meine ich nicht. Machst du nochmal? Komm schon, tust du mich. Die Animation. Piep. Ich spare es mir übrigens jetzt mal hier meine große Geschichte zu erzählen von wegen, warum sind hier nur so ein paar Steine. Wir gehen einfach direkt weiter. Okay, ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass das Einzige, was uns hier den Weg versperrt, so ein paar Steine sind? Ach nee. Ignorieren. Einfach weiterlaufen. Geister! Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass man, wenn man hier so durch diesen Tunnel geht, von hier aus kein einziger Regentropfen zu sehen ist? Und dann läuft man hier durch den Tunnel durch. Und dann läuft man hier so, und dann läuft man hier so. Und dann regnet es auf einmal und es ist Nacht. Crazy. Jedes Mal, wenn mir irgendwas Positives zu Dark Souls 2 einfällt, dann muss ich das ja direkt raushauen. Weil das ist ja auch wichtig, das mal zu bringen. Und eine Sache, die Dark Souls 2 hat, sind, ich glaube, die schönsten Skyboxen in der ganzen Serie. Das ist jetzt die Frage, wie wichtig einem das ist, aber die Skybox in Dark Souls 2, wenn man mal drauf achtet, die sind einfach wunderschön. Ich meine, schaut euch das hier an, diese Skybox. Sehr gut sind auch Huntsman Cops und Heights Tower of Flame.
Und habt ihr da mal nach oben geschaut? Das sieht wunderbar aus. Man fragt Dark Souls 2, wie viele Gegner sind zu viele Gegner? Und Dark Souls 2 antwortet, ja. Aber zumindest ist es ein bisschen angenehmer, die zu bekämpfen mit Pfeil und Bogen. Weil wenn man die zwei Elefanten hier mit einer Nahkampfwaffe machen will, das ist ja ein kompletter Ausfall. Ne? Hier ist auch eine Sache, über die ich gerne rede. Man hat hier, also ich finde, in Dark Souls 2 ist es so, dass viele von den Innenräumen, so viele von den, wenn man irgendwo in einem Gebäude drin ist, ja, eigentlich, das ist eigentlich durch das ganze Spiel so, hinweg, dass die Innengebiete sehr spärlich dekoriert sind. Es ist halt viel so wie hier, wo es einfach nur so karge Wände sind. Sehr viel. Ne, hier geht's noch, ne? Hier hat man noch so ein paar Banner und so, das ist okay, ne? Irgendwie hier so Spiegel und so, das kann man machen, ne? Ist jetzt nicht wahnsinnig schlimm hier in diesem Fall, ne? Das ist eigentlich ganz gut. Aber hier dieser Raum, ne? Ich meine, was ist hier los? Ich meine, das soll ja der Thronraum sein. Das ist ja eigentlich in so einem Schloss, ist ja der Thronraum so der imposanteste Raum überhaupt, ne? Weil da empfängt ja der König so die Leute. Also das ist ja so der eigentlich da, wo er am der da, wo er so richtig Eindruck hinterlassen will, ne, sag ich mal so, ne. Also das sollte eigentlich der schönste Raum im ganzen Schloss sein, logischerweise, ne. Und ich meine, was ist das hier, ne? Was ist das hier? Hier so Stühle haben wir, ne? Wir haben so einen Teppich, ne? Und ich meine, nicht mal die Banner sind noch hier, ne? Ich meine, hier so ein paar Banner, hier so ein Banner hinter dem, irgendwas, ne? Nee, gar nichts. Einfach nur so ein, ich meine, der Raum hier, das sieht einfach scheiße aus. Ne, sowas wie hier dieser Raum, ne? Habe ich ja gerade gesagt, ne? Innenräume sehen irgendwie in dem Spiel, die sind so unterdekoriert, ne? Ich meine, du hast hier so ein Bild. Das ist ja ganz nett irgendwie, ja. Das ist ja auch hier der ganz coole Effekt, dass wenn man hier nah dran geht, man gecursed wird, ne, so ein bisschen so ein Lore, so ein bisschen, ne, von wegen, die ist nicht so nett, wie sie aussieht. Aber hier der Rest irgendwie, so komische Statuen und alles, sonst ist das hier halt komplett undekoriert hier, der Innenraum. Sieht halt scheiße aus. Ah, ja, okay. So, jetzt haben wir das schon mal. Oh. Okay. Ich finde, in Dark Souls 2 ist es, wenn man in ein Loch fällt. Es ist einfach, das hat so ein Comedic Timing, dass da kein Todesschrei oder so kommt, sondern einfach du fällst und dann irgendwann macht's Klatsch. Dann machst du einfach so Klatsch, so Boom. Und dann bist du tot. Der Nameless Usurper usurpiert hier irgendwo noch rum, oder? Und direkt wieder vergiftet. Achso, nee, wir sind ja gestorben. Zu dem Boss sage ich einfach mal gar nichts, oder? Der Angriff, der hat aber auch ein sehr merkwürdiges Tracking. Ich stehe schräg hinter dem und das trifft mich. Ja, vom Regen in die Traufe, sagt man doch so schön. Wenn ich auf Selbstverstümmelung stehe, ja, eigentlich ja schon, ne? So im übertragenen Sinne. Ah, der Hebel. Muss ich den Hebel ziehen? Vielleicht müssen wir da eine Umfrage starten. Ja, also das war ja der, ne? Der Gamesworld Guide hat ja gesagt, man muss auf jeden Fall den Hebel ziehen. Ist sehr wichtig und so. Hebel ziehen lohnt sich nicht. Ja, ich glaube, dass sich das nicht lohnt, das wissen wir, glaube ich. Das ist schon klar. Wenn es einen Hebel gibt, dann muss man ihn auch ziehen, sagst du? Faire und demokratische Abstimmung, sagt ihr. Ja, können wir machen. Oh, stellt euch mal vor, ihr werdet einfach mal ein Frosch. Sören, Dark Souls 2 ist das beste Dark Souls. Change my mind. Oh, mein Lieblingsgebiet. Ist man wenigstens schnell durch, ne? Oh, der Hebel, ne? Oh, Leute, der Hebel. Tja,
dann ist es halt so. Umfrage starten. Hebel ziehen. Von allem unter 100% wäre ich jetzt eigentlich enttäuscht, ne? Centurio, du kommst gerade richtig. Wir ziehen gleich den Hebel. Irgendwer hat Nein gedrückt. Oh oh. Wer war's? Centurio, wie kannst du nur? Also, es geht um diesen Hebel. Und der Hebel, also ich sag mal, es gibt ein paar subtile Hinweise, dass man den Hebel nicht, vielleicht nicht, nicht benutzen sollte. So ein paar sehr subtile Hinweise. Ja, also. Ja, da ist er in seiner vollen Pracht. Also ich glaube, so langsam muss ich die Umfrage schließen. Mal sehen, was das Ergebnis sein wird. Puh! Ja, hat ganz knapp gewonnen. Na gut. Hätte ich mal gesagt, ach ja, hier der Hebel, ne? Hm. Ah, da war der. Hallo Nafflan. Tschüss Nafflan. Ich frage mich ja, ob das hier ein Bug ist. Weil ich bin mir relativ sicher, dass in Dark Souls 2 Base Game diese Leiter hier nicht da ist. Oder die ist da, aber die ist. Die musst du erst runtertreten, glaube ich. Diese Leiter hier. Im Dark Souls 2 Base Game. Bin ich mir relativ sicher, dass es diese Leiter gibt, aber die muss man erst runtertreten. Ich frage mich, ob das ein Bug ist in Scholar, dass die Leiter oben ist. Oder also, dass die Leiter unten ist, eher gesagt. Also, dass die Leiter so ist, wie sie jetzt ist. Dass man die direkt benutzen kann. Und dann direkt hier lang kann. Und dann direkt das ganze Gebiet übersprungen hat. Weil ich glaube nicht, dass das so vorgesehen ist, dass man hier das komplette Gebiet überspringen kann. Also, so, ne? Ich meine, komplett. Komplett. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nicht so gewollt ist und dass das ein Bug ist. Dass die Leiter da, dass die da irgendwas kaputt gemacht haben, dass da irgendwas falsch ist. Warnung an alle, hier macht's wieder Bumm. Bumm. Wie soll die dich überhaupt treffen mit solchen Angriffen? Boah. Wie haben wir das denn jetzt wieder geschafft? Aldilette. Was ist denn wohl gut gegen das Viech? Oder haben wir irgendwas falsch gemacht und der kommt gar nicht? Hätte ich dafür die Riesenerinnerung und den Vendrick machen müssen oder so? Ich meine, der Bosskampf, ich würde sagen, ist sogar noch schlechter als Nashandra. Also, ja, ist jetzt kein besonders großer Verlust, wenn wir den nicht machen können, müssen, sollten. Nein, man muss auch Vendrick machen. Irgendwie gar keinen Bock, oder? Komm, hier, Umfrage starten. Ups. Huch. Das sieht relativ eindeutig aus. Dann, uiuiui, dann machen wir wohl mal, oder? Vorausgesetzt, ich kann mich hier noch raus teleportieren. Was ich, also würde ich mal stark von ausgehen, dass ich das kann. Nee, kann ich nicht. Ist ja langweilig. Kann ich nicht trotzdem? Ich meine, wir müssen wohl das hier machen jetzt, ne? Aber ich meine, wir kommen ja jetzt einfach in Majula wieder raus. Wir kommen ja in Majula raus und dann können wir ja das ja machen, oder? Kann ich das nicht skippen, Leute? Was ist das denn? Kann die Credits nicht skippen? Dark Souls 2, geht's dir gut? Wart ihr so stolz auf euer Spiel, dass ihr unbedingt die vollen Credits, dass jeder sieht, wer das gemacht hat, oder wie? Es sieht wohl so aus, dass ich jetzt Vendrick machen könnte und dann ein Bonfire Ascetic, ich könnte das Gebiet bei Nashandra in New Game Plus reinballern. Und dann könnten wir nochmal Throne Watcher und Defender machen, plus Nashandra, und dann spawnt auch Aldia rein. 74% wollen noch weitermachen hier. In New Game Plus kann man die skippen, gerade gegoogelt. In New Game normal nicht. Ich meine, ich könnte aus dem Spiel rausquitten und dann wieder reinladen und dann wäre es wahrscheinlich, ne?
auch gelöst, glaube ich. Und jetzt kommen erstmal noch die ganzen Credits fürs originale Dark Souls 2. Das waren ja jetzt nur die Scholar-Credits, ne? Sollen wir es riskieren? Spiel rausquitten? Grad hat's gespeichert. Ihr habt es nicht gesehen, weil mein Gesicht da drüber ist, aber gerade hat's das Spiel gespeichert. So, was sind wir denn jetzt hier? Throne of Wand. Ach so, jetzt das Geilste wäre ja natürlich, wenn wir jetzt hier immer noch, wenn wir jetzt nochmal die kompletten Credits sehen müssen. Olle! Weil es so schön war. Und bei euch so? Ja, können wir noch was anderes machen, während das hier so durchläuft? Ich überlege gerade. Moment, ich mache euch hier mal aus. Jetzt habe ich zwar keinen Ton hier, aber das ist ja nicht so wichtig. Kann man die skippen? Okay. Sonst hätten wir gleich wieder Copyright. Von wegen Star Wars Copyright oder so. Obwohl in dem Fall kann ich die Stellen auch einfach muten. Und das ist auch nicht schlimm. Vielleicht kennt der ein oder andere Rogue Squadron. Das ist quasi die Fortsetzung zu Rogue Squadron. Oh, jetzt sind wir wieder bei den originalen Dark Souls 2 Credits. Das Spiel habe ich auch so unendlich oft gespielt. Einen ganzen Level geschafft, in der Zeit, in der die Credits laufen hier. mal sehen, jetzt sind hier gerade die Rides-Sachen. Das sollte ja aufs Ende zugehen. Ich glaube, wir haben es gleich. Wir haben es geschafft. So. Tschüss. Hallo. Von einem Spiel zum anderen. Direkt Qualitäts... Ja. Wie war jetzt die Qualitätskurve hier? War die so? Oder war die so? Ach, egal. Wer hat vernommen? Wer hat vorhin nochmal gefragt, von wegen oder gesagt? Jo, danke, dass ihr eingeschaltet habt heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinem Stream. Ja. Habt ihr gesehen, wie der da gerade angetäuscht hat? Was war das denn für ein komisch... Was? Cancelt der erstmal seine Estes-Animation, um zu blocken? Wie geil ist das denn? Achso, ich hab die... Moment, kann ich die Falle nochmal auslösen? Wow! Der Helikopter. Oh. Und Baba Bumba. Toxic. Ja, weiß ich nicht. Also ich... Boss-Gefühl. Also ich finde den irgendwie besser als Kanamit. So jetzt... Nachdem ich den jetzt hier so einmal gemacht habe. Och, Rachel. Tja, sie waren wohl doch on the break. Was war das jetzt? Ich habe gerollt. Meine Rollanimation ging durch. Ich wurde nicht in der Rolle unterbrochen, aber wurde voll von dem Angriff getroffen. Das sah sehr merkwürdig aus. Das sah ja jetzt sehr merkwürdig aus, fand ich. Ja, gut. So langsam kriege ich das Gefühl, dass ich Samstag keinen Bock auf Dark Souls 2 habe. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, woher dieses Gefühl kommt gerade. Aber ich habe da so ein Gefühl irgendwie. Okay, da konnte ich nicht mehr ran. Das Lied läuft jetzt aber gar nicht gut. Okay. Ich glaube, ich weiß sogar, wo das ist. Könnte ich holen gehen, wenn ich müsste.
Stärke. Kein Bock mehr auf Bogen only. Kein Bock mehr. Mag nicht mehr. Ja, was soll ich euch sagen, liebe Leute? Also ich habe so das Gefühl, jedes Mal, wenn ich Dark Souls 2 spiele, finde ich es immer ein bisschen schlechter. Ich finde jedes Mal immer sowas Neues, wo ich sage so, schon ein bisschen scheiße irgendwie. Schon ein bisschen. Ja? Ja, nicht so gut, das Spiel, nicht so gut.